Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam. Himmel, meine Maus ist wieder im Bild. Super, wir können jetzt zum Ring mehr. Darauf machen wir uns jetzt auf. Mal sehen, wie lange das dauert. Ich weiß es nicht genau. Wie lange wir bei diesem Ring mehr jetzt verbringen werden. Wie viele Ebenen wir hoch müssen. Ob es wieder verkackte Monsterräume gibt. Und ja, wann die Mitte ist. Was genau uns am Ende erwartet, weiß ich auch nicht. Ich schätze mal irgendwie, weiß nicht, ich schätze Kyogre oder sowas. In der Art. Eieiei. Okay, gut, dass wir Dragon noch haben mit Biss. Matschfalle. Angriff sinkt stark, alles klar. Da oben ist noch ein Samen, den will ich unbedingt haben. Schlafsamen, okay. War jetzt nicht so useful. Irgendwas würde ich sagen. Jetzt hab ich vergessen. Genau, ich denke, ich schätze, Kyogre wird uns erwarten da oben. Oben, sag ich mal. Oben ist es ja nicht, aber eieiei. Oh Gott. Okay. Wir haben hier gerade so ein paar Probleme. Nadelrakete von dem lieben Baldorfisch hat uns doch schon gut Schaden zugefügt. Kyogre, genau. Kyogre. Oder irgendwie so ein, auf jeden Fall ein legendäres Wasser-Pokémon, schätze ich jetzt mal. Vielleicht auch ein paar Seedrakings oder so, das kann auch sein, ich weiß es nicht genau. Komm, hierher, super. Nicht schon wieder auf dieses Feld laufen. Das wäre nicht so vom Vorteil. Dein Ernst? Musstest du das jetzt angreifen, Dragon? Glitzerbox, ja, die können wir leider nicht aufheben, aber er kann sie aufheben, genau. Super, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier oben ist noch Georg Brock, nehme ich gerne mit. Aber leider sind die gesperrt. Gesperrt? Gesperrt nennt man. Ich weiß nicht, ob man es gesperrt nennt. Finte. Oh, Finte macht aber auch. Finte macht doch schon ganz gut Damage eigentlich. Also, Haru macht Schaden, so ist es nicht. Auf jeden Fall. Er hat mit dem Level ja auch mega aufgeholt. Also er ist nur noch ein Level? Was? Fünf Level? Nein, sechs Level unter uns. Das ist ganz gut. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Aber das hier soll ein Raum sein, oder wie? Weil ich habe noch nie ein Pokémon gesehen, was einfach so mitten in den Ebenen geschlafen hat. Huh. Das ist hier allgemein ein bisschen sehr komisch aufgebaut, ne? Es ist ein bisschen komisch hier gerade. Also, doch schon so ein bisschen. Verteidigung von Haru sinkt, das ist nicht gut. Da oben ist ein Seedraking. Komm her. Es laggt wieder ein bisschen. Ja, ich nehme gerade auf, während ich LOL noch im Hintergrund habe. Das ist ein bisschen doof. Aber, naja. Und ich habe auch noch Adobe Premiere offen im Hintergrund. Nicht, es rendert nicht, aber es zieht halt trotzdem Leistung, ne? Also, ich habe so viel offen im Hintergrund, was Leistung zieht. Und dann noch das Aufnahmeprogramm mit so. Das zieht ja auch ziemlich, ziemlich Leistung. Also OBS Studios zieht echt heftig Leistung. Das ist krass. Hätte ich mal so überlegt. Damals, so, also ganz, ganz früher, habe ich noch mit Camtasia Studio. Camtasia. Was? Camtasia Studios? Doch. Camtasia Studio heißt es, glaube ich. Ja. Camtasia Studio aufgenommen. Also nur diese Emulator-Spiele. Weil ich weiß nicht, ich fand das unnötig, das mit Fraps oder DX-Story oder so aufzunehmen. Und ja, da, ich weiß nicht, das war halt komplett ein anderes Feeling, weil da einfach, das zieht halt so null Leistung. Null. Das ist so heftig gewesen, aber naja. Es ist schon besser, mit OBS Studios aufzunehmen. Ich weiß nicht, finde ich besser, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß gar nicht, was du alles erzählen soll. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das... Doch, ich habe das, glaube ich, im letzten Part erwähnt. Dass mein... Oder in irgendeinem Part habe ich das erwähnt. Dass meine Prozessor... Mein Prozessor und mein Dings nicht angekommen ist. Oder ankommt. Weil Amazon das Scheiße gebaut hat. Ich glaube, das habe ich schon erzählt. Ja, das habe ich schon erzählt. Nein. So, Items. Ich habe gerade Flammenwurf gefunden. Drachenglow haben wir auch gefunden? Cool. Schade, Flammenwurf. Okay, dann müssen wir erst Libeldra haben. Also Haru muss sich erst zu Libeldra entwickeln. Dann kann er Drachenklaue
und Flammenwurf erlernen. Das bringe ich ihm auf jeden Fall gerne bei. Flammenwurf ist richtig gut. Das ist auf jeden Fall eine Attacke, die ich ihm hundertprozentig beibringen werde. Und Drachenklaue, ich weiß nicht, ob er Drachenklaue selber noch erlernt. Ich denke schon, aber ja, wir haben die TM. Wem anders können wir sie eh nicht beibringen. Doch, ich glaube, Lucario kann Drachenklaue auch erlernen, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Wir haben schon 4 IQ-Punkte, ne? Stimmt, wir haben ja beide Instant IQ-Punkte dazu bekommen. Das heißt, eigentlich ist Haru dran, aber wir haben, glaube ich, ein Royal-Gummi, ja. Und das ist für Kampf-Pokémon. Nee, warte, das ist für Drachen-Pokémon, oder? Moment. Drachen-Pokémon, ja. Haru. Alles klar, und er kann... Konzentrierer, was ist das denn? Kenne ich gar nicht. Konzentrierer ist wo? Dort ist Konzentrierer. Konzentrierer ist den Treffer ins Ziel zu bringen. Ist wie... Ah! Genauigkeit steigt um 1, Fluchtwert allerdings sinkt um 1. Ist okay, es ist jetzt nicht so die krasse Änderung, sag ich mal. Es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass wir das aktiviert haben. Es geht dadurch ja nicht, so wie bei Pokémon Mystery Dungeon Team Rot und Blau, also die ersten Teile von Mystery Dungeon. Da war es ja so, dass manche IQ-Punkte nur, dass du manche IQ-Fähigkeiten halt aktiviert hast und dadurch ist eine andere deaktiviert worden, automatisch. Das ist ja bei diesem Spiel hier nicht so. Das ist ziemlich gut und die TM da vorne will ich gerne haben, egal ob wir die Treppe finden oder nicht. Eine TM ist eigentlich immer ganz gut zu finden. Also immer ganz praktisch, die mitzunehmen. Kann immer eine richtig gute TM sein. Können zwar auch eine totale unnötig... ja, mein Deutsch heute ist wieder on point. Eine total unnötige TM sein, aber egal. Was haben wir? Slime-Kost, ja komm. Magen. Bewegungsunfähig. Ja, ist okay. Das nehme ich gerne in Kauf. Und wir brennen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das ist Reflektor. Okay, Reflektor. Reflektor brauchen wir jetzt nicht. Ups. So. Ja. Lass mir den IQ-Punkten. Das ist doof. Aber es ist hier halt ziemlich geil. Deswegen. Also, es ist jetzt nicht schlimm, dass wir jetzt Konzentrierer aktiviert haben. Dadurch. Oh. Wir haben die mittlere Ebene erreicht. Und was ist das? Wir haben das Wunderei aufgehoben. Warte, sind wir jetzt schon fertig? Hä, das war's schon? Als ob das... Was? Oh, wir haben den Wunder... Oh. Oh. Weißt du, dieses Ei, das wir gestern im Ringberg gefunden haben? Es glüht mit diesem mystischen Licht. Was glaubst du, ist wohl in diesem Ei? Ich weiß es nicht. Oh doch! Ja, ich weiß es wieder! Oh, es hat sich bewegt! Hey Doki, das Ei es hat sich gerade bewegt, oder etwa nicht? Ja, hat es. Oh Doki, das Ei, es schlüpft! Oh! Stimmt! Mein Affi! Hä? Hallo! Wow, es ist ein Pokémon, aber ich habe noch eins. Ich habe so eins noch nie gesehen. Oh, wie niedlich. Hey, kleines Kerlchen, was für ein Pokémon bist du denn? Poké? Vielleicht ist das Kleine zu jung, um etwas von dem zu verstehen, was ich sage. Ich sage? Was sollen wir tun? Bisher hatte ich noch nie mit einem Pokémon wie diesem kleinen Kerlchen zu tun. Oh, ich habe es. Wir sollten Plaudergeil fragen. Er ist der Informationsleiter der Gilde. Gehen wir zu Plaudergeil, Doki. Oh, wie cool. Ja, stimmt. Oh, ich liebe diese Mission. Es ist so süß. Und deshalb sind wir zu dir gekommen. Hast du irgendeine Ahnung, was für eine Art Pokémon dieses kleine Kerlchen ist, Plaudergeil? Ja, um ehrlich zu sein, das ist das erste Mal, dass ich ein Pokémon dieser Art zu sehen bekomme. Aber nach dem, was ihr mir erzählt habt, dieser Jungsprung scheint ein Pokémon namens Manaphy zu sein. Manaphy? Korrekt. Dieser Jungspund ist ein extrem seltenes Pokémon. Es gibt nur ein paar von davon auf dieser Welt. Es soll angeblich auf dem Grund eines kalten Meeres schlüpfen. Danach wandert es tausende von Kilometern. Ich sollte betonen, dass Manaphy sehr selten gesehen werden. Aus diesem Grund ist es sehr wenig. Ist sehr wenig über dieses Pokémon bekannt. Oh wow. Also ist dieses kleine Kerlchen echt ein seltenes Pokémon? Selten.
Ah, so, ihr zwei. Was bedenkt ihr mit diesem Kleinen zu tun? Was? Was sollen wir tun? Jetzt, wo du es sagst, was ist zu tun? Wir haben daran noch gar kein, noch nicht viele Gedanken verschwendet. Ja. Holla, was ist denn los? Das Kleine hat plötzlich angefangen zu schreien. Na, ich schätze mal, es hat Hunger. Okay, was geben wir ihm zu essen? Ich bin mir nicht sicher, aber da das Kleine ein Wasser-Pokémon ist, sollen wir ihm ein paar Blaugummis geben? Okay, ein paar Blaugummis. Mal sehen, Blaugummis. Wir haben welche in der Schroffküste gefunden, meine ich. Besorgen wir ein paar Blaugummis, Doki. Alles klar. Oh, stimmt, jetzt müssen wir mal nachher mit Blaugummis füttern. Och, Mensch. Das heißt, wir gehen gleich zur Schroffküste und versuchen dort Blaugummis zu bekommen. Aber erstmal können wir nochmal im Laden schauen, ob die dort Blaugummis verkaufen. Wäre auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, wir kaufen erstmal ein und danach lagern wir. Hat er Blaugummis, bitte? Oh, aber Belebersamen. Und ein Gelbgummi nehmen wir gerne mit. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. Was hat er so? Nein, nicht er. Mann, was ist denn mit dir? Ina wollte ich ansprechen, genau. Den lila Kek-Leon. Psychokinese, Auch interessant, aber lassen wir mal. Lassen wir mal. Lagern, wir wollen lagern. Die Sibodon, das, eine Sehnebeere. Das alles lagern. Drei Top-Elixiere behalten wir mal. Die ganzen TMs können wir lagern. So. Und die ganzen Boxen und die Orbs. Genau, alles klar. Dann nehmen wir gerne nochmal zwei Äpfel bitte mit. Zwei Äpfel, denn die sind ja alle, die beiden sind ja in Slimekost verwandelt worden. Deswegen hatten wir nur noch einen. Und ja. Ja. Das Geld haben. Wir haben nicht mehr viel Geld, das heißt, das müssen wir nicht unbedingt lagern gehen. Aber okay, dann gehen wir nochmal schnell in die Schroffküste dort unten. Wo wir gerade bei TMs waren eben. Ja, ist mir eingefallen. Im Pokémon X und Y ist es ja mega geil. Oder ich weiß nicht, ob das ab da ist. Ich weiß ja nicht, wie es in Mond und Sonne ist. Dass die TMs einfach nicht. Dass man die TMs halt unendlich mal einsetzen kann, habe ich das Gefühl. Also, ich glaube, das ist so. Also, ich habe jetzt eine TM letztens eingesetzt. Und ich habe einfach immer noch diese TM. Und ich hatte sie keine zweimal oder so. Ist wohl, wie es aussieht, so wie VMs jetzt, dass du halt diese TMs halt so oft einsetzen kannst, wie du willst. Und, ey, das ist ein Kick-Leon-Laden, cool. Gastrodon will ins Team. Nein, brauchen wir nicht, komm. Hat er hier was? Nein, hat er nicht, okay. Ja gut, dann besiegen wir schnell Gastrodon. Als ob. Ach, besiegen wir es so, komm. Schöner Ruckzucki. Ja, das finde ich ziemlich cool gemacht. Ich hatte es damals nämlich immer aufgeregt, dass ich die TM nur bei einem Pokémon einsetzen konnte. Und ich mir dann sorgfältig überlegen musste, welches Pokémon diese TM kriegt und was auch immer. Ist ein bisschen doof gewesen damals, aber das finde ich cool, dass sie das geändert haben. Finde ich sehr cool. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich unendlich mal einsetzbar ist. Aber wenn es wirklich so ist, dann ist es echt ziemlich geil. Allein, dass man es schon öfter einsetzen kann, ist cool. Ich bin ja schon begeistert. Das Spiel ist bisher auch. Bisher macht mir das Spiel mega Spaß. Ich habe zwar erst den zweiten Orden, aber. Ja. Ich spiele halt auch nicht mega viel. Ich spiele halt nur so zwischendurch mal. Ein Taubsamen. Alter, was ist hier denn für eine Pokémon-Party? Pokémon Party. Krabi besiegen und gleichzeitig Seemobs. Komm, Ruckzucki, schöner Ruckzucki. Sehr gut. Ja, Krabi. Hey, Krabi. Und dann noch Seemobs. Was einfach, Alter, die machen ja halt einfach keinen Schaden. Das ist halt das mega Positive. Eigentlich müsste ich die ganzen Attacken auch nicht einsetzen. Ich müsste einfach nur mit diesem normalen A-Angriff angreifen. So. Deutsch ist on point, wie gesagt. Aber ja. Dim-dim-Treppe.
Ah. Ja, nachdem wir die Schroffküste jetzt einmal gemacht haben, wird der Part auch beendet sein, wahrscheinlich. Ich weiß nicht mehr, wie viele Ebenen diese Schroffküste hat, aber... ja. Hallo, Wingal. Mein Gott, du machst so viel Schaden! Nein, ich möchte dich nicht ins Team aufnehmen. So ein Drazini wäre halt ganz geil, aber... wir haben unseren dritten Teampartner. Das reicht. Das reicht. Eindeutig. Ja, wenn wir jetzt keine Blaugummis finden, dann werde ich auf jeden Fall offscreen nochmal nach Blaugummis suchen, damit ihr das nicht mehr die ganze Zeit ertragen müsst, sag ich mal. Weil es passiert halt dann nichts. Wir werden halt dafür tausendmal diesen Dungeon machen, bis wir ein paar Blaugummis haben. Und gut ist, also, das, nee, da nutze ich die Zeit, die ich aufnehme, also die Partzeit halt lieber, um normal weiterzukommen. Aber ja, vielleicht finden wir jetzt auch schon Blaugummis. Wissen wir halt nicht, aber es kann sich ja noch ändern. Ah, das ist ein Apfel. Ja gut, nicht. Ich meine, Apfel ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Und ein Samen, vielleicht ist es ja Belebersamen. Nein, Heilsamen. Heilsamen ist doch super. Apfel nehmen wir auch gleich. Wir kommen nicht weiter, okay. Sonne, okay, nichts. Vielleicht sollte ich hierfür irgendwie Röntgenaugen mitnehmen? Ne, da sieht man die Gegner, glaube ich, ne? Aber welches Item macht, deckt nochmal die Items auf? Ich weiß es nicht mehr. Muss ich mich nochmal erkundigen? Oder muss ich mal gucken, ob wir das überhaupt im Lager haben? Alertoskop? Ne, das auch nicht. Hallo Dratini, ja, das wäre jetzt cool, dich im Team zu haben. Wärst du früher gekommen, aber nö. Knackleon war schon eine gute Entscheidung. Später Libeldra zu haben, auch wenn ich das Spiel dann nicht mehr spielen werde, ist schon ganz geil. Auf jeden Fall. Jim, Jim. Ach ja, die League of Legends Season hat ja heute wieder neu begonnen. Das heißt, es gibt wieder 10 Placement-Matches zu machen. Oh, ein Blaugummi. Nehmen. Wir haben auch genug, oder? Nein, wie? Wie viel haben wir? 200 Poké. Können wir irgendwas... irgendwas verkaufen? Zur Not muss ich halt Kraftband und Defense-Schal verkaufen. Nehmen. Ich guck mal. Nein. Ablegen. 250 gibt er mir dafür. Okay. Nein. 250 dafür. Okay, jetzt müssen wir gucken. Was gibt er mir denn für den... Nein, ich wollte den Defense-Schal nicht aufheben. Ablegen. Ich lege das alles ab. Tut mir leid. Ich lege das alles ab. Nochmal ein Defense-Schal nehmen. So, das sind schon mal... 500. 530. Ja, meinetwegen. Wir haben immer noch nicht genug. Wie viel fehlt uns? 50. 50 fehlen uns. Okay, was bringt denn 50? Locker ein Top-Elixier. 25, okay. Nein. Ich will dieses Blaugummi haben. Tut mir leid, Leute. Ablegen. So, jetzt aber. Nice und Blaugummi nehmen. Das nächste Mal nehme ich mehr Geld mit. Das nächste Mal nehme ich definitiv mehr Geld mit. Nein, ich will das Top-Elixier nicht haben. Da geht's auch nicht weiter. Nein, nein. Okay. Was wollte ich sagen? Wo war ich denn? Ach genau, die Placement-Matches haben begonnen bei League of Legends. Ich habe das erste Spiel vorhin gespielt und habe es auch gewonnen. Ich bin ja momentan, mittlerweile bin ich wirklich Main-Supporter. Das heißt, ich spiele, die letzten Games habe ich nur Supporter gespielt. Okay, die letzten Games Lux AP-Support, aber einfach nur, weil ich diesen Skin gerade suchten will. Diesen neuen, den Elementar-Lux. Aber sonst halt auch Normal-Supporter. Mit Lulu gehe ich momentan mega gut ab. Das ist echt krass. Und Nami ist bei mir auch ziemlich gut. Oder meine Nami ist eigentlich echt gut geworden. Und ja, mal sehen, wie ich mit den Placement-Matches abschließen werde. Wie gesagt, einen Win habe ich schon mal. Fehlen nur noch 9. Okay, ich werde jetzt nicht 10 Wins kriegen. Das. Nein, definitiv nicht. Dafür passiert es mir einfach zu häufig, dass ich irgendwie mega bad Game habe und
mein Team dann auch noch schlecht ist und ach. Oft habe ich halt auch echt einen dreckigen ADC. Das ist halt das Schlimmste als Supporter, wenn du halt einen schlechten ADC hast, weil du dann nichts reißen kannst. Und naja. Naja, was soll's. Ist ja im Prinzip egal. Mach doch einen Ruckzucki. Komm schon. Immerhin habe ich das angreifen können. Ja, mal sehen, wie ich komplett abschneiden werde. Ich werde euch dann berichten, auf jeden Fall. Immer schön auf dem Laufenden halten. Ich habe ja Mystery Dungeon meistens eh nichts zu erzählen. Kann ich jetzt mal diese Verwirrung wegkriegen? Ah, komm schon. Komm schon. Ist jetzt nicht dein Ernst. Wie lange bin ich denn verwirrt? Danke. Eieiei. Kann doch nicht wahr sein. Wie viel müssen wir in der Schroffküste noch machen? Weil wir sind beim Ende des Parts angekommen. Ich werde die Schroffküste jetzt einfach nur durchmachen. Ich habe gerade ziemlich viel Zeit verplempert in diesem Kekleon-Laden. Aber ich wollte dieses Blaugummi haben. Dann kommen wir jedenfalls mit einem Blaugummi aus diesem Dungeon raus. Da oben ist nein. Da oben ist kein Dings. Kein Raum. Das heißt, die Treppe ist irgendwo auf der rechten Seite. Da ist die Treppe. Alles klar. Aquawelle. Schön. Aquawelle kriege ich gerne in die Schnauze. Wie viele Ebenen hatte die Schroffküste? Verdammt. Dann beende ich nämlich gleich den Part, wenn wir aus der Schroffküste sofort draußen sind. Und ja. Komm schon. Ich will halt diesen Part nicht so überziehen. Ich habe den Tomb Raider Part eben schon überzogen. Aber übel. Haben fast eine halbe Stunde Tomb Raider Part. Aber dafür ist auch geil. Dafür ist auch geil. Ihr habt den ja... Doch, ihr dürftet den schon... Ja, doch, klar. Morgen. Also heute für euch. Für mich ist es ja morgen, wenn ich aufnehme. Ich nehme ja einen Tag immer vorher auf erst. Oder halt eine Aufnahmesession. Das heißt, ich habe ein paar mehr Parts. Aber das ist jetzt nicht so. Ja, habt ihr schon gesehen, weil der vor Mystery Dungeon online kommt. Ich habe das Gefühl, wir haben das Spiel, also Tomb Raider, bald durch. Halt nicht dieses 100%, aber halt durchgespielt bald. Da ist eine Poke. Poke brauche ich jetzt nicht. Okay, wir haben den Dungeon geschafft. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir beenden hier den Part. Und sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.